Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute, wie auch angekündigt, LS Ellerbach Staffel 2. Ja, ich bin gerade vom Hafen gekommen. Ich habe mich mal verfahren, gebe ich zu. Aber das liegt daran, dass das so alles abgezweigt ist. Und ja, aber auf jeden Fall, ich habe eine Post, einen Brief von meiner Großmutter bekommen. Teil von meinen Großeltern, dass ich bitte herkommen soll. Und ja, das mache ich jetzt auch. Ja, ich weiß nicht genau, was mit ihnen los ist. Also fahre ich jetzt gerade zu ihrem Hof und ja, schaue nach ihnen, frage, warum ich herkommen soll. Aber ja, vielleicht gibt es jetzt eine kleine Zeitraffer, bis ich beim Hof bin. Let's go. So Leute, ich kann mich noch dunkel erinnern, deswegen brauche ich auch keine Karte dazu, wo der Hof liegt, weil ich war schon lange nicht mehr dort. Aber ja. Warte, wo sind wir hier? Hat sein Tal. Okay. Ich habe aber im Internet gelesen, dass es viele Bauern und also dass viele Bauern aufgegeben haben in Ellerbach. Und nur wenige Höfe noch wirklich gut sind. Ja, dann hier sind wir wohl. Ach, die alten schönen Maschinen. Hallo? Komisch, normal macht da auch in der Nacht immer jemand auf. Aber es schaut auch hier sehr verlassen aus, muss ich echt sagen. Weil normalerweise ist ja um 3 oder 4 Uhr in der Früh schon ein bisschen was los. Und vor allem, wo sind die Hühner und die Kühe? Weil normalerweise da, aber genau weiß ich halt nicht, wie wir es haben. Schauen wir mal rein. Alles leer. Nicht mal Rückstände. Da vielleicht ein bisschen Schmutz. Aber so von den Kühen. Nichts.
Warte, ich bekomme gerade einen Anruf rein. Hallo? Ja. Okay. Okay, ja. Wann? Ich fahr sofort hin. Tschüss. Und danke. Das war gerade meine Mutter. Sie hat gesagt, dass meine Großeltern vorgestern verstorben sind. Und ja, ich schau mal auf den Friedhof, weil ich weiß ja, wo der ist. Das hätte ich nicht erwartet. Gott sei Dank ist das ein Krieger. Ja, wie ihr schon wahrscheinlich jetzt gemerkt habt, ist das RP für mich selber. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja. Und ihr könnt mir gerne sagen oder beziehungsweise in die Kommentare schreiben, was ich besser machen könnte. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem RP. Da ist die alte Feuerwehr. Wenn ich klein war, war ich da immer im Sommerferien ein bisschen mithelfen. Wo ist denn? Nein, sag nicht, ich hab's verpasst. Shit. Ich hatte. Es ist echt steil hier. Ich habe keine schlechten Erwartungen. Ich hatte keine schlechten Erwartungen. Ich dachte, es ist alles okay. Sie wollen mal mich. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Die wollen mich mal wieder sehen. Aber. Ja. Ich verstehe noch immer nicht, warum sie den Zaun, die Mauer oder den Parkplatz so komisch platziert haben. Tops.
Weil eigentlich geht man hier rein. Aber hilft trotzdem nichts. Da ist auch immer gefährlich lang zu gehen. Ja. Schon traurig. Ich habe mich eh gewundert, warum der alte Pickup mein Großvater Hermann Lange, das habe ich schon lange gesehen, Hermann Gärtner dort steht, aber ja, jetzt wundert mich gar nichts mehr. Lebensgefährlich. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum sie mich unbedingt sehen wollen. Oder haben mir geschrieben, dass ich herkommen soll. Aber ich will dich noch alles zeigen. Ist komisch, normalerweise stehen da viele Maschinen herum beim Maschinenring. Deswegen heißt da wahrscheinlich auch Maschinen. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zum Hof und dann kann ich alles in Ruhe. Ja, in Ruhe anschauen. Und ja, weil die haben da eine Karte hängen immer gehabt. Ich weiß nicht, ob es noch immer ist. Aber im Esszimmer haben die immer eine Karte von den Feldern, also von der ganzen Umgebung, was da gerade angebaut ist, damit sie eine Übersicht haben. Mal schauen. Weil ich meine, es ist gerade Frühling und die haben schon angesät. Also mal den Anhänger beiseite stellen. Ich meine, die Mistanlage brauche ich dabei eh nicht. Die Kühe sind, glaube ich, das teuerste, was man halten kann. Silence crew.
Stellen wir mal den Pickup wohin. Mal das vom Platz her müsste reichen. Abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Die Erinnerungen, die hier hochkommen. Was haben wir denn da drinnen? Weil da war früher die Maschinenhalle. Halt die, wo die Traktoren drinnen gestanden sind und der Mähdrescher. Ah ja. Jetzt geht's so. Ja, wie gesagt, die Maschinen habe ich hier direkt gesehen, den eigenen Anhänger, Hallenpresse und Ladewagen. Aber, ja. Dann hier ist die Maschine, mal schauen, ob es voll ist. Und Gruppe. Mal schauen, ob da die Maschinen drin sind oder ob sie die verkauft haben. Schön. Haben sie den Traktor zugekauft oder mit den hat der war letztes Mal, also letztes Mal als ich da war, noch nicht da. Wie auch immer, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, bleibt schlau. Ciao, ciao.